Grüß miteinander, willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir haben ja letztes Mal das Tutorial bestritten, den Greifen in die Flucht geschlagen und sind dann hier in das, ja, in das Hotel, in das Inn hier rein. Und jetzt müssen wir Hinweise finden, wo die Yennefer denn abgeblieben ist. Deswegen werde ich jetzt aber mal mit ein paar Leuten hier quatschen. Die sehen auch schon mal ganz nice aus. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Und das ist das, was ich im ersten Part gemeint hatte. Mit dieser Rune kann ich jetzt das so machen, dass er mir das sagt, was ich hören will. Also das ist eben dieses Mind-Controlling. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast, she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Don't know. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Das war auch eine geile Ansage, ey. Sehr gut. Gucken, ob ich noch wen finde, der mir Informationen gibt. Oh, der hinten ist grün. Warum ist denn der grün? Das ist bestimmt was Besonderes. Ich gehe mal zu dem. Quatsch mit mir. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Das ist Schnaps, alter Schwede. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads, too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes. I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Okay, schon mal ein zweiter Hinweis. Also an der Garnison muss ich mal gucken. Muss erstmal schauen, wo die ist. Oh, hier wird gespielt. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales.
War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm-hmm. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Gotta go. Okay, so ich habe hier soweit alle Informationen. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Nee. Das werde ich auf jeden Fall später mal angucken. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. So, da werde ich mal gucken, ob mein Kollege sich da wieder gefixt hat. Der ist ja angegriffen worden von dem, von diesem Greifen. Ob wir dann weiter können. Der Vesemir, da sitzt er. What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes, well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Okay, ich muss auf jeden Fall noch irgendwas machen. Aber ich habe auch immer noch das Ding bei mir stehen. Arsenal of Gideons. About Jennifer. Sagt sie mir noch was? Something else you'll be needing. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Okay, die sagt mir auch nichts mehr. Dann werde ich mal draußen... Ach, guck mal, da auf der Karte. Es wird ja sogar angezeigt. Einfach der weißen Linie... Oh. Da ist Action. Done drinking. Mhm. Then fuck off. Don't want your kind here. Ganz ruhig, Lady. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. Oh, cool, Faustkampf. Das hier auch mit dem Parier? Müsste sein, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Boah, krass. Trifft der mich denn, ey? Oh, oh. Fliegende Battlefield. Nix. Die drei. Also locker fertig hier. So, Junge, hätte ich mir den Fäusten reingehauen. Boah, erstmal ein Brot essen, würde ich sagen. Vielleicht noch ein zweites. Alright, dann werde ich mal der weißen Linie folgen. Game Save ist
Ah, okay. Alles klar, also Spiel speichert automatisch, habe ich mir schon fast gedacht. Ist ja heutzutage eigentlich Standard. It's Dervan now. D-E-R-V-A-N. Not Goidemar. Ah, das sieht so schön aus. Oh, das Wasser. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Geil. Gefällt mir. Was mit ihm hier? Ich glaube, ich hätte mal ein Pferd nehmen sollen. Hä, aber das ist voll weit, oder? Das sind 400 Schritte noch. Ruf mal mein Pferd. Komm. Hey. Alles auf A, das ist immer ein bisschen schwierig manchmal. Ongo. Ich glaube, ich muss zu der Mühle wahrscheinlich da vorne. Mal fast von ausgehen. Okay, scheinbar nicht. Bin ich immer noch auf der richtigen Quest? Ah, guck mal. Place of power. Should draw from it. Was ist das? Whoa there, Roach. Danger. Ah, okay. Oh. Go, go, go. Das ist nicht so gut hier. Hey, wo muss ich denn hin, Alter? Auch ein netter Platz. Die zwei sind friedlich, hoffe ich mal, ne? Jungs. Sehr gut. Bleibt entspannt. Faster. Also gerade jetzt einfach mal zu dem nächsten Punkt da vorne, der mir angezeigt wird auf der Karte. Oh. Und dann werde ich mal schauen, ob das richtig ist. Weil ich habe immer noch die aktuelle Mission eben, dass ich noch Informationen suchen muss. Oh, Wölfe. Steig mal ab. Komm. Wo kann ich mein... Können die mein Pferd angreifen? Ich glaube schon. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, die sind zu stark. Habe ich überhaupt das richtige Schwert? Gas Clouds. Okay. Alles klar. Okay, da oben sind Buffs und Debuffs. Oh oh. Oder mich tot. Gut, das war jetzt nicht so schlau. Einfach da so rein zu chargen. Das müsste ich nächstes Mal ein bisschen anders machen. Ah, okay. Er zieht auf jeden Fall das, scheinbar das richtige Schwert automatisch. Weil ich habe jetzt nichts gemacht. Oh. Not so fast, Roach. Hier wird trainiert. Ah, okay. Da vorne ist der Punkt. Ich steig mal ab hier, glaube ich. Ah, das ist... Ah, die Garnison ist das hier. Okay. Müsste ich eigentlich diese Dinger hier aktivieren? Das wäre noch gut zu wissen, weil das sind diese Schnellreiseteile. Wahrscheinlich einfach, wenn ich da in der Nähe bin, sind die auf der Karte freigeschaltet. Eben, man sieht jetzt hier, das ist schon das, was ich alles erkundet habe. Und da konnte ich mich jetzt schnell zurückporten. Alles klar. Okay. Schauen wir nochmal rein. Greetings. Ich glaube, nur die mit dem Grünen haben irgendwelche richtigen... also richtige Dialoge. Die mit dem blauen Namen. Die quatschen wahrscheinlich nur so. Oh. Achso, ich muss da vorne hin. Ich glaube, ich muss da hoch, genau. Okay, er will auch nichts. Ja, schön, dass man einfach in so eine Garnison reinlaufen kann. Obwohl, da sind Wachen. Military Camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. So einfach kommt man hier rein. Sehr gut.
Ah, ich muss wahrscheinlich den Greifen jetzt erledigen. Weil die reden schon gerade über den. Oh, was gibt's hier? Craftsman can craft all the items for you. Ah, okay. Password. Don't know any. So, out for a little walk, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Show me where you're peddling. Oh, da kann ich schneller kaufen. Okay. Creating items on the left side. Okay, hier kann ich jetzt also scheinbar Sachen craften. Okay, also in der Mitte ist das, was ich brauche, um das herzustellen. Und unten der Preis. Okay, das heißt, ich brauche die Items und ich muss ihn bezahlen dafür, dass er mir das herstellt. Okay. Ah, okay, und Items kann man auch auseinanderbauen und dann halt wieder, macht Sinn, und dann halt wieder Zeug zu bekommen und wieder neues Zeug zu craften. Aber ich kann wahrscheinlich eh nichts, oh, warte mal, ne. Ich habe ja auch noch nirgendwo irgendwas eingesammelt, aber schon mal gut zu wissen. Achso, da bin ich jetzt automatisch wahrscheinlich reingegangen. Genau, ich bin über den Shop. So, da wollte ich gucken. Hä? Achso. So, was haben wir denn? Damage plus 7? Aber das kann ich mir wahrscheinlich eh alles noch nicht leisten. Obwohl das Schwert... Nee, aber das bringt es glaube ich noch nicht. Ich würde hier mal gar nichts kaufen erstmal. Hier könnte ich zwar Zeug kaufen, um Sachen zu craften. Aber das werde ich mir nochmal, wie gesagt, in Ruhe anschauen, dass du auch weißt, was ich mache überhaupt. Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad. Der hat eine schicke Brille, ey. And we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? So, dann werde ich mal gucken, wo der so long. Der bestimmte Typ hier ist in dem Turm, den ich aufsuchen soll. Da ist er. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an Excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap.
I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin, its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died, look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. All right. Tomira and Mislav. Thanks. Es sun jagten. Sehr gut. Ich freue mich schon auf diesen Griffin, ey. Auf den Kampf bin ich echt mal gespannt. So. Active Objective. If your current quest has more than... Okay. Das heißt, jetzt kann ich mir eins aussuchen. Okay, also mit Klicken kann ich zwischen den Objectives wechseln auf der rechten Seite. Welcher ist denn näher? Das ist näher. Okay, dann werde ich erstmal das Kraut holen. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Wahrscheinlich nicht. Gut, da ist auf jeden Fall schon mal der Schmied. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Hier kann ich mir so Sachen craften. Da werde ich nachher nochmal reinschauen. Ah, guck mal, hier kann man Waffen verbessern. Ah, okay, nur temporär, oder was? Ah, okay, mit dem Schleifstein. Warte mal. Ah, sehr gut. Das ist ein bisschen wie bei Monster Hunter. Also Waffen schleifen und dann wird das wahrscheinlich nach und nach sich verbrauchen. Warte mal, der doch. Nordling. Oh. Oh. Okay. Nein. Ich hab nichts genommen. Okay. Ah, guck mal, da oben ist sogar der Buff. 15 Minuten hält es. Okay. Sehr gut. Okay, dann wenn ich mal. Hier ist immer noch Zeug auf der Karte, sehe ich gerade. Sind das immer nur Blätter? Also halt so Kräuter? Wahrscheinlich schon, oder? Ah, okay, alles klar. Da muss ich auch mal drauf achten, dass ich mal das ganze Zeug hier mitnehme. Das wird man bestimmt noch später brauchen, vor allem wenn es in der Masse jetzt schon hier zur Verfügung steht. Das ist mal schon so ein Hinweis darauf, dass ich das in rauen Mengen wahrscheinlich benutzen werden muss. Okay, ich werde erstmal... Oh, geil. Einfach mal runtergeslidet, die Treppe. So, da ist mein Pferdchen. So, erstmal zu dieser Kräutertante. Komm. Und Vollgas. Ab geht er. Oh, jetzt müsste ich eigentlich nochmal zurück zu diesen Wölfen. Warte mal, es ist doch hier gleich links gewesen, oder? Ich möchte die gerne töten. Die Drecksbande da, die mich vorhin da umgehauen hat. Muss ich eigentlich von hier auch dahin kommen, oder? Oh, da ist schon das fiese Gas. Ah, da rechts wahrscheinlich. Ne, das ist aber ein anderer Gegner. Zieht er automatisch immer das Schwert eigentlich? Ja, zieht er. Muss ja den Bonus noch ausnutzen gerade. Jetzt hänge ich hier am Baum fest, oder was? Geh kaputt. Komm. Ist ja nur einer. Oh, jetzt habe ich den Baum gefällt. Ah, und ich müsste mal unbedingt... Boah, Kopf ab. Ich müsste unbedingt in Insignien ausprobieren hier. Nimm das. So. Was ist jetzt passiert? Was war das jetzt? Nein, ich will nicht aufsteigen. Vorne sind da schon die Wölfe, ich sehe sie doch schon. So. Wildnis. Oh, rechts ist auch noch einer. Komm. So, Schild an. Jetzt rennt er weg. Moment, nicht weg. Oh nein, ich hab... Fuck.
Ich hätte mich mal heilen sollen vorher. Oh, oh, das ist nicht so gut. Hab ich noch? Okay. Schild ist an. Oh, oh, ich glaube, ich werde wieder sterben. Nein! Ach, oh, warum habe ich hier auch nicht geheilt, ey? Okay, nochmal. So, jetzt nochmal das Ganze. Voll geheilt. Das Schild an hier. Und dann rennen. Komm her. Jetzt rennen die immer weg, ey. Oh, der ist aber... Ich glaube, der hält am meisten aus, ey. Ich mach mal extra ohne anvisieren gerade, weil es ein bisschen... Oh, weil das ein paar mehr Gegner sind. Dass ich da so den Überblick behalte. Okay, der ist auch down. Bleibst du noch zu, glaube ich, oder? Ja, dann sind gar nicht gekommen. Das ist natürlich gut. Jetzt habe ich die so ein bisschen aufgesplittet hier, weil da ist noch einer. So, auch down. Tip top. Na, endlich. So, was haben wir hier alles? Zeug, Zeug, Zeug. Alles Zeug. Sehr gut. Oh, da ist noch mehr. Okay, das ist auf jeden Fall viel, womit ich craften kann wahrscheinlich. Also das werde ich mir auf jeden Fall jetzt als nächstes anschauen. So, das auch noch. Jetzt habe ich alles. Tipptopp. Wo ist mein Pferdchen? Da hinten. Komm her. Kann sich da nicht so geil draufschwingen auch? Nee, schade. Na komm. Geh dir. Und go. So, gibt's eigentlich eine Karte? Da ist doch die Karte. Wo muss ich denn hin? Kann man da zoomen? Sehr gut. Ah, okay, das sind die zwei Punkte. Okay, da werde ich da mal als erstes hin. Also hier vorne rechts und dann unter. Alles klar. Dann ist es aber der andere Punkt. Genau, das hatte ich auch gesagt. Erstmal zu diesem Kräutermixer. Oder sind wir die komischen? Bin ich da endlich auf? Oh cool, ich kann vom Pferd aus kämpfen. Oh, mein Pferd kriegt Angst dann. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ah, ich doch, ich sollte relativ viel kämpfen. Ich level ja auch. Aber ich denke mal, hier so in der Gegend... Oh, das ist ein Ausrufezeichen. Sidequest. Den nehme ich gerade noch mit, würde ich sagen. What happened? Monsters. Monsters from the swamp. Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Habe ich das Ding nicht gerade leer geräumt? Das war bestimmt das, was er meint. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Aber ich finde ihn gut, dass er so direkt sagt, so ey, nicht so viel heulen einfach, was ist? Fakten, 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 Junge. Das gefällt mir. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich... Ich habe keinen neuen Punkt auf jeden Fall. Muss ich diese blöde Box suchen. Aber es kann ja eigentlich nur fast da gewesen sein, wo ich jetzt gerade herkomme, oder? Und ich kann mir hier nochmal den Weg entlang, obwohl da vorne ist eh schon wieder zu Ende. Ich schätze immer, er hat diese Richtung gemeint. Ist da noch? Vorne liegt irgendwas. Ne, doch nicht. Ist nur ein Boot. Also blöden Nebel hier, ne? Ist da noch? Auch vom Pferd kämpfen ist irgendwie nicht so geil. Ah, hier, guck mal. Here's the cart. Sehr gut, da bin ich schon. Steig ab.
Oh, das Absteigen, das funktioniert noch nicht so ganz bei mir. So. Dingen an. Na komm. Oh, ich bin Frosch. So Froschmenschen. Was sind das? So Fischmenschen. Oh. Komische Dinge auf dem Rücken. Oh. Ja, und den Arm abgesäbelt. So ist das Ding da. Das ist nicht das, was er haben wollte. Das auch nicht. Flowers? Nein. Mal, wo ist denn die kleine Kiste? Liegt aber nichts mehr, oder? Ach, guck mal, da ist noch ein Gegner. Ja, mal gerade noch schnetzeln. Komm! Nee. Boah, da duckt er sich da drunter weg. So, aber wo ist jetzt das Teil? Ich hab's auch noch nicht eingesammelt, oder? Ich glaub nicht. Aber hier ist nichts mehr zum Looten. Auf der Karte wird auch nichts angezeigt. Ich reite mal zurück, vielleicht habe ich es aus Versehen schon eingesammelt und habe es nicht mitbekommen. Mal gucken, was er sagt. So weit ist er nicht. Einmal hier vorne rechts. Oh. Ich habe Angst vor solchen, Waffen, die da rumlaufen. So, found my cart yet? Okay, also irgendwas fehlt auf jeden Fall noch. Vielleicht liegt es nicht unbedingt direkt daneben. Hier liegt ja auch überall E-Zeug rum. Hier sind irgendwelche Fässer noch. Warte mal, was ist da denn? Wow! Steig mal ab. Kann ich das kaputt hauen eigentlich? Mit den Fäusten scheinbar nicht. Mit dem Schwert auch nicht. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Blätter immer auch nur hier so Pflanzen sind auf der Karte. Ja, sieht so aus. Ah, stimmt. Die Gegner hinterlassen ja auch was. Oh, das muss ich unbedingt gucken, dass ich das Zeug einmal einsammle. Wer weiß, was da so bei ist noch. Vielleicht droppt das auch einer der Gegner, obwohl. Ich denke mal, so Quest-Items werden ja immer separat angezeigt werden. Oh, da hinten ist noch was. Ah, guck mal. Das wird sein. Ja, okay. Oh, Geld. Das ist schon mal gut. Geld ist immer gut. Aber hier ist sonst nichts weiter. Muss mal wieder was essen. Also irgendwo im Sumpf wird es ja wahrscheinlich noch sein. Ist hier noch? Ah. Der Getötete. Wie alle diese Gehirne einsammelt, ey. So, dann geht nochmal in die andere Richtung. Ja. Und jetzt wollen wir fertig hier mit diesen Tutorials, ey. So. Man muss doch irgendwo diese Kiste liegen. Wette, das ist das Ding da hinten. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Weil da hinten war ja auch noch was. Oh, ich hab das Schild gar nicht an. Und ich sollte nicht immer so draufhauen, merke ich gerade. Und auch mal ein bisschen mehr ausweichen, glaube ich. Wäre nicht schlecht. Nein! Ah, okay, one down. Das ist halt cool, dass man, dass man einfach sich Essen einwerfen kann. Und das ist man, also dass man dafür nicht extra stehen bleiben muss oder dass es irgendwie noch Animation oder sowas gibt dafür. Das heißt, man kann das einfach mal so nebenbei hier machen, zack. Dann lädt sich die Energie wieder auf, das ist ganz cool. Weil wie gesagt, meditieren funktioniert bei mir auf dem Schwierigkeitsgrad nicht. Ah, das finde ich auch geil. Die Gegner sind alle noch tot hier. Da bin ich mal gespannt, wie lange das so ist. Also,
wie weit man hier weggehen muss, dass die Gegner wieder respawnen. Also das finde ich gut, weil ich hasse das, wenn man so, sag ich jetzt mal, hier hingeht, dann da hinten wieder kurz was guckt, dann wieder hier zurückkommt und alle Gegner sind wieder da, weil das ist, ich finde es ein bisschen mühsam teilweise. Klar, zum Leveln ist das vielleicht ganz geil, aber macht irgendwo nicht so viel Sinn. Okay, aber hier ist auch nichts. Ma, keine Ahnung, wo ist das Zeug denn hier? Dann noch so ein paar Blümchen und Kräuter einsammeln. Dass ich wenigstens etwas habe hier. Dass ich hier meine Zeit vertrödel. Aber es kann ja irgendwo nicht sein. Er sagt, das Ding ist hier. Ich habe auch den Wagen und das ganze Zeug gefunden. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal dahin. Dann müsste das ja wirklich da sein. Oh, guck mal, wer ist er denn? Black Magic Doll. Hier aber sieht man auch so leicht Sachen, ey, bei diesem ganzen Gestrüpp. Hier nochmal gerade eine kleine Runde. Ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht. Ne, okay. Warte mal. Ah, ich bin noch behindert. Vielleicht damit, mit der Sicht. Warte mal, wo war das? Hier. Pfeile? Da liegt doch was. Carts riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. Carts riddled with arrows. Ah, Quest-Update auf jeden Fall. Warte mal. An arrow. Didn't mention this. Stimmt, das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, die sind erschreckt worden. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Ah, so kommen wir doch voran, glaube ich. Warte mal, was gibt's noch hier? Da hinten lag noch einer. Oder? Wo war das denn? Hier! Ah ne, das war nur... Doch, das war einer. Aber der scheint unwichtig zu sein. Oh Mann. Wenigstens kann man rennen dabei. Ist ein bisschen wie bei... Ich sag nämlich so an Dark Knight immer. Wo man eigentlich nur in dieser Detective-Sicht rumgelaufen ist. Oh, was ist das noch? Da ist irgendein Fass gelb und da hängt was. Au, au, ah, das sind Bienen. Ah, scheiße. Ma, da denkst du, da ist was. Was ist hiermit? Ah, da guck mal, das kann man anzünden. Geil. Aber das mache ich jetzt nicht, wenn ich davor stehe. Sonst bin ich wahrscheinlich tot. Come on. Einzelne Gegner sind immer gut. Den nehme ich immer mit. Also, solange sie mir auf jeden Fall auch Erfahrung bringen. Oh, ich muss mal wieder Energie auffüllen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich darf nicht so oft drücken, das bringt nichts. Weil diese Regeneration läuft dann mit einer Zeit und das stackt scheinbar nicht. Das vergesse ich immer, weil ich denke mal, je mehr Brot ich esse, desto schneller oder desto mehr heile ich mich. Aber dem ist nicht so. Das heißt, ich muss einfach länger essen. Na, jetzt komm. Ich will das Ding jetzt noch finden hier. Ich gehe nochmal da oben hin. Oh, da ist einer. Ah, das ist gut. Man hört sogar die Gegner sozusagen dann. Was so? Da vorne. Oh! Geiler Scheiß. Ich mag das, wenn man so Gegner so krass zerschnetzeln kann. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ma, hier ist auch nichts. Oder? Was ist das? Ah, das sind wieder Bienen. Warte mal. Kann ich da irgendwas mit machen? Ne. Okay. Ich mach das anders. Ich werde das mal suchen und dann geht's das nächste Mal an der Stelle weiter, wenn ich es gefunden habe. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr den Part wieder bewerten würdet und dann sieht man sich das nächste Mal hier bei Witcher 3.